Und ich darf nun Brigitte Novosel vom Corona-Koordinationsstab des Landes bei uns im Studio begrüßen. Guten Abend. Guten Abend. Bei den österreichischen Grenzöffnungen zu den Nachbarstaaten, da gibt es jetzt einige Verwirrungen. Darf jetzt zum Beispiel an der burgenländisch-ungarischen Grenze jetzt jeder nach Österreich wieder einreisen? Ja, die Aussage der Bundesregierung, dass ab heute die Grenzen offen sind, ist leider nur zum Teil richtig. Tatsächlich ist es so, dass es Einreiseerleichterungen gibt. In bestimmten Fällen können die Gesundheitschecks oder die Nachweise eines negativen Covid-19-Attests entfallen. Wenn ich jetzt aus Ungarn nach Österreich einreise, beziehungsweise wenn ich in Ungarn einen Wohnsitz habe und von Ungarn nach Österreich komme, dann kann dieser Gesundheitscheck, der an der Grenze von den Gesundheitsbehörden durchgeführt wird, auch tatsächlich entfallen. Sofern ich jedoch nachweise, dass ich in den 14 Tagen mich in keinem anderen Land aufgehalten habe. Ja. Kroatien ist jetzt so ein Beispiel, ein beliebtes Urlaubsland. Wenn ich jetzt aus Kroatien nach Österreich wieder einreise, was gilt dann? Kroatien ist kein Nachbarland von Österreich und es ist daher so, wenn ich aus Kroatien einreise, dann muss ich entweder einen negativen Covid-19-Test vorweisen oder mich 14 Tage in Quarantäne begeben. Jetzt ist die große Frage, wer oder was wird denn jetzt eigentlich an der Grenze tatsächlich überprüft? Wie kann man überprüfen, ob ich aus einem Drittstaat komme? Das ist eben an der Grenze nach wie vor zu hinterfragen. Da gibt es doch Unklarheit, wie diese Verordnung 252 tatsächlich jetzt zu vollziehen ist. Da warten wir noch auf Vorgaben des Bundes, um hier auch eine einheitliche Vollziehung gewährleisten zu können. Rumänien ist jetzt auch kein österreichischer Nachbarstaat, aber da kommen ja sehr viele rumänische Pflegebetreuerinnen nach Österreich. Müssen die derzeit noch immer diese Sonderzüge nehmen? Die Sonderzüge gibt es derzeit nicht mehr. Es ist so, dass die rumänischen Pflegerinnen jetzt über die Agenturen quasi nach Österreich kommen und dann entweder einen Gesundheitsattest vorlegen müssen oder sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Zur Quarantäne. Da sind derzeit heute 78 Menschen im Burgenland in amtlicher Quarantäne. Gestern waren es noch 150. Wann wird eine Quarantäne verhängt und wird die auch überprüft? Eine Quarantäne wird verhängt, wenn ich eine infizierte Person bin, beziehungsweise wenn ich eine Kontaktperson bin. Also das heißt, ich hatte mit einer infizierten Person Kontakt. Dann wird von der Gesundheitsbehörde, das sind die Bezirkshauptmannschaften, ein Quarantänebescheid erlassen. Die Bezirkshauptmannschaften kontrollieren auch die Einhaltung der Quarantänebestimmungen, insofern, dass sie quasi auf die Polizei zurückgreifen und die Polizei dann tatsächlich die Einhaltung der Quarantäne auch kontrolliert. Zu einem ganz anderen Thema: in Marktallhau wurden ja diese Woche wegen eines erkrankten Schülers 200 Schüler und Lehrer getestet. Gibt es da schon Ergebnisse von diesen Corona-Tests? Also die Kontaktpersonen, die direkten Kontaktpersonen mit dem infizierten Schüler wurden getestet und sind alle negativ. Es wurden aber freiwillige weitere Screenings angeboten. Das wurde von 200 Personen tatsächlich auch angenommen. Da sind zum Teil Testergebnisse da, die allesamt negativ sind. Wir warten aber noch auf ausständige Tests. Also alle haben wir noch nicht. Ja. Noch eine kurze abschließende Frage. Die Screening-Tests, werden die im Burgenland weiter durchgeführt, so wie in den Altersheimen? Genau, also die Altersheime haben wir durchgetestet. Die testen jetzt auch selbst. Es wurden weiters Behindertenheime getestet. Es wurden Zahnärzte, Ärzte mit Personal getestet. Es gibt in den Jugendeinrichtungen Tests. Insgesamt gibt es hier ein Programm, ein Screening-Programm, das bis 8. Juni abgearbeitet werden soll. Frau Novosel, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.